Ich habe mir mal Gedanken gemacht über die Be My Kai. Ich bin ja schon seit längerer Zeit dabei, schon seit der zweiten Veranstaltung ungefähr. Ich kenne meine Leute und deswegen habe ich ein Gedicht geschrieben, wo mir zwei liebe Leute dabei helfen werden als Background-Stimme. Ich wünsche euch mal viel Spaß beim Zuhören. Die Be My Kai, das weiß jedes Kind, ist eine Con in Mainz Kastell, wo ich viele Cosplayer und deren Konhons finde. Ein buntes Treiben tummelt sich an den Kassen. Im Vergleich zur ersten Veranstaltung ist die Besucheranzahl echt nicht zu fassen. Noch schwirren die Helfer zum Aufbau umher. Ja, so ein Helfer ist wirklich schwer! Sie geben dir ein Lächeln, stets gerne Informationen. Dein Wohlbefinden ist deren größter Lohn. Bühne frei, die Show fängt an. Jetzt kommt Nulse mit ihrem Bühnenprogramm dran. Eine pfiffige Moderation, ein kleiner Witz am Rande. Dass sie sich immer noch nicht auszieht, ist schon eine Schande. Spaß beiseite, jetzt geht es los. Der Cosplay-Wettbewerb und die Künstler sind wieder ganz famos. Die Jury kommt ganz schön in Spitzen, wenn sie an der Auswertung der Gewinner sitzen. Auch außerhalb der Bühne sammeln sich die Massen für Workshop-Games und Essen zu fassen. Denn wenn die Schnecke ums Cremetörtchen schleicht, hast du im Erdgeschoss das Maid-Café erreicht. Hier bekommst du ganz kulturell dein Essen stets höflich und immer schnell. Eine Auszeit im Händlerraum ganz entspannt ist man in die Vielfalt der Anime-Welt gebannt. Hat man es geschafft, sich nach Stunden nach vorn zu ringen, sollte man sich ein Souvenir mitbringen. Entscheidest du dich, noch ein Weilchen zu bleiben, kannst du dir mit Fotos die Zeit gut vertreiben. Die Con war dies Jahr richtig fein, es hat mir Spaß gemacht, wieder hier zu sein. Danke an die Orga für diese Tage, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, keine Frage.